Hallo liebe Störer und herzlich willkommen hier zu Störelemente 360. Wir haben für euch eine YouTuber-Talkrunde mit unter anderem Mr. Wissen2Go und Fräulein Chaos organisiert und wir wollen mit ihnen über ihre Ansichten zur Politik und die Rolle des Internets sprechen. Und das Besondere ist, wir machen es in 360 Grad. Wir haben die Talkrunde schon im letzten Jahr im Herbst aufgenommen, aber bis jetzt mit der Veröffentlichung gewartet, weil wir haben das Ganze ja mit einer 360-Grad-Kamera bei uns in der Mitte gefilmt und erst seit kurzem gibt es auf YouTube die Funktion, dass man sich 360-Grad-Videos angucken könnt. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine echte 360-Grad-Demo von unserem Talk hier direkt auf YouTube zu testen. Das Demo-Video könnt ihr euch natürlich auch mit Gear VR, Google Cardboard und Oculus Rift angucken oder was ihr sonst noch alles so zu Hause rumfliegen habt, wie das genau funktioniert. Das könnt ihr unten in der Infobox nachlesen. Den ganzen Talk gibt es jetzt sofort, das Demo-Video in der Playlist und los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen nochmal hier in der Runde, sowohl an euch als auch an unsere Gäste. Guckt euch gerne um, willkommen in unserer Mitte. Und ich würde sagen, für euch da draußen stellen sich jetzt alle einfach nochmal der Reihe nach vor. Mirko, möchtest du anfangen? Ja, mein Vorname hast du ja schon mal gesagt. Ich bin gerne. Mirko Eier, genau. Ich bin Mirko, bei YouTube als Mr. Wissen2Go unterwegs seit ein bisschen mehr als 2 Jahren und arbeite als Journalist, wenn ich keine YouTube-Videos mache. Und ja, das ist schon eine ganze Weile. Achso, mein Alter vielleicht noch. Ich bin 28 Jahre alt. Und steinalt. Und wieso machst du politische Videos auf YouTube? Politische Videos mache ich, weil ich finde, YouTube ist eine total spannende Möglichkeit, Politik zu vermitteln und Leute zu erreichen, die vielleicht sonst sich gar nicht für Politik interessieren. Und man kann da wirklich viel ausprobieren und hat dann ganz... ganz tolles Sprachrohr, was man vielleicht auch in den traditionellen Medien, für die ich ja sonst arbeite, nicht hat. Also finde ich super. Hi, ich bin die Sina. Ich bin auf YouTube als Fräulein Chaos unterwegs und ich moderiere ab und zu auch nochmal bei Was geht ab mit. Das ist ein Politik-Channel und wir berichten über News aus aller Welt und auch gerade über politische Sachen, gerade für Jugendliche. Ich bin 22 Jahre alt und wir machen das, weil wir es unheimlich interessant finden, einfach so Jugendlichen Politik ein bisschen näher zu bringen, weil das ja meistens so eine Sache ist, die in dem Alter nicht ganz so cool ist. Und wenn man das dann einfach auch so in einem gleichen Alter vermitteln kann, dass es dann doch wieder eine coole Angelegenheit wird, das macht Spaß. Ja, ich bin Freddy, ich bin auch 28, also scheinbar steinalt. ich studiere Politik und Soziologie in Bonn und ich mache politische Inhalte auf YouTube vor allem, weil ich denke, YouTube ist ein super Medium, die Leute mitzunehmen und dass man das gemeinsam macht. Also es ist nicht so frontal und distanziert, sondern es bringt die Leute zusammen, gibt eine Chance, auch zusammenzuarbeiten. Und gerade bei uns, bei Störelement, wo auch man aus den Zuschauern heraus auch irgendwann mal bei uns mitarbeiten kann, machen wir das dann sehr gerne über YouTube und es macht auch sehr viel Spaß. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Sina, du hast gerade gesagt, dass das mit der Politik manchmal nicht so cool ist. Ja. Wie politisch würdest du dich denn selber einschätzen? Ich bin jetzt nicht hardcore informiert. Also ich kann mir zum Beispiel auch keine Namen merken. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht so in eine Partei einordnen. Ich habe ein gewisses Bild davon, wie ich möchte, dass Politik aussieht für mich, was ich sinnvoll finde. Und ich würde mich eher so in die grüne Ecke einordnen. Die ist mir am sympathischsten von den Parteiprogrammen her. Wie ist es bei dir aus? Politik, das klingt jetzt total strebermäßig, aber ich fand Politik auch in der Schule schon ganz interessant. Ich habe dann zwar Geschichte studiert, aber da ist auch viel Politik mit drin und war eine Zeit lang auch, wenn man so will, als Politiker aktiv, nämlich im Stadtrat in der Stadt, in der ich früher gewohnt habe. Ja, und habe gemerkt, dass... Herr Politiker, ja, aber Herr Stadtrat. Ich muss aber sagen, es hat mich dann doch so ein bisschen desillusioniert, weil es ist halt, also gerade so auf der unteren Ebene, Politik wirklich oft auch anstrengend und diskutierst 2 Stunden über ein Thema und wird am Schluss gesagt, wir vertagen uns und sprechen beim nächsten Mal nochmal drüber und das ist wirklich so, total frustrierend. Aber es war trotzdem auch eine spannende Erfahrung und auch durch meinen Job habe ich natürlich immer mit Politik zu tun, mit Politikern, habe aber auch das Namenproblem und es ging mir auch schon öfter so, als ich vor einem Politiker stand und den Namen nicht mehr wusste. Zum Glück hat man ja sein Handy und kann dann mal schnell nachgucken. Aber ich
würde mich in eine ähnliche Richtung wie du einordnen. Vielleicht nicht ganz grün, nicht komplett grün, ja, aber ja, so links, Mitte links auf jeden Fall. So die Ecke stimmt schon mal. Und genau, ja. Willst du sagen, welcher Partei du im Stadtrat warst? Das kann man googeln. wenn man das schlau anstellt, dann findet man es. Ist nicht so schwierig. Aber es waren nicht die Grünen. Und es war auch nicht die CDU. Okay. Das reicht uns, glaube ich, das mal zu. Ready? Ja, bei mir hat es angefangen, also ich war erst sehr unpolitisch, ich fand es nicht so interessant und dann habe ich aber im Ausland gelebt und habe irgendwie die verschiedenen Sichtweisen gesehen. Also wenn man jetzt Politik in Amerika sich anguckt, ist völlig anders und ich habe das nicht verstanden und ich so, oh, das ist scheiße und ich komme nicht mit. Und dann habe ich gedacht, ich will mich wirklich nochmal da reinarbeiten, deswegen habe ich nochmal Politikstudium angefangen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt auch auf Europaebene, auf Deutschlandebene habe ich mich auch sehr interessiert, aber auch die globalen Themen finde ich unglaublich spannend und also ich sehe mich schon als sehr politisch an, ich versuche durchs Leben politisch zu gehen und ich würde mal sagen, ich bin politischer Vegetarier auch geworden ein bisschen so. Also es durchzieht mein Leben schon und wo würde ich mich einordnen? Ja, also linksliberal würde ich sagen. Also ich habe ein hohes Interesse an Gemeinschaft, aber auch globaler Gemeinschaft, an direkter Demokratie, aber auch, dass jeder auch seine Freiheiten bestmöglich ausleben kann. Also so würde ich mich einordnen. Jetzt wäre vielleicht ganz interessant, wie sieht denn bei euch so der Austausch mit eurer Community aus? Was kriegt ihr damit? Wie politisch sind die drauf interessiert? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also bei uns ist es ganz krass. Wir laden ja bei Was geht ab am Tag so zwischen 3 und 4 Videos hoch. Dementsprechend haben wir auch ein sehr großes Feedback. Und es ist total schön zu sehen, wie engagiert die wirklich sind. Also die schreiben total fleißig Kommentare und teilen die Videos auch. Das ist richtig schön. Aber wir hatten letztens zum Beispiel, also das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, da haben wir über die Migranten aus Afrika berichtet, die Flüchtlinge, die da in Berlin am Platz gekämpft haben, ein halbes Jahr. Und ich fand es total besorgniserregend, wie rechts die Kommentare teilweise waren. Ja, das ist ja leider im Internet manchmal so das ja. Problem, ne? Ja. Wie diese Diskussionskultur ist. Genau. Reden wir auch nachher nochmal ausführlich drüber. Aber es ist interessant, so, dass es, also die Kommentare sind oft sich auch sehr rechts, aber die Leute, die die Videos machen, ne, wenn man das jetzt sieht, sind wir in einer ähnlichen Richtung, also immer links, Mitte wurde viel gesagt, so, das ist sehr interessant, dass sehr viele Kommentare oft, die ich dann auch beobachte, sehr auch von rechts kommen, aber so die Leute, die die Videos machen, eher eine andere Richtung haben. Ich denke mir auch bei solchen Sachen manchmal, ob man wirklich von den Kommentaren auf die Gesamtheit der Zuschauer schließen kann, ist ja, wahrscheinlich eher nicht unbedingt so. Ich glaube, die Leute, die es anders sehen, die kommentieren dann halt nicht. Mir fällt es auch in einer anderen Richtung oft auf, nämlich was so, also klassisches Thema Nahostkonflikt oder Ukraine. Ja. Ganz viele, die irgendwie von irgendwelchen verrückten Theorien gesteuert sind und dann meinen, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen und dann da irgendwelche Sachen verbreiten und sagen, also was mir ganz oft vorgeworfen wird, ist, ich würde Propaganda betreiben für die Regierung, ich würde bezahlt werden von der Regierung, wäre ja nicht schlecht eigentlich. aber da frage ich mich, wie kommen die Leute darauf? Ja, also habe ich bei euch auch in den Kommentaren öfter mal gelesen, dass ihr das vorgeworfen ist bei uns auch ganz krass. Wir hatten das auch, also weil wir ja jetzt erst seit Februar da waren und dann haben wir TTIP-Thema gemacht, aber eher kritisch, ja, also eher gegen die EU gesehen. Und dann haben wir aber zur Europawahl was gemacht und dann kamen dann Kommentare, pünktlich zur Europawahl sprießt ein neuer Kanal aus, alles von EU-Geldern gesponsert. Ach Mensch. Also wir haben es als Lob genommen, okay, wir sehen professionell genug aus. Bei solchen Kommentaren, habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Meinung habt, womit ihr dann auch auf YouTube aneckt, bei einem größeren Teil der User zum Beispiel? Teilweise schon, ja. Zum Beispiel? Also in welche Richtung? Also uns wurde ja zum Beispiel auch vorgeworfen, als wir über den Ukraine-Konflikt berichtet hatten, dass wir westlich propagieren und dass wir doch mal auf die russische Meinung und so weiter, auf die russische Sicht eingehen sollten und dass er eigentlich Russland hier das Opfer ist, etc., pipapo. Und wir haben das aber völlig objektiv betrachtet und es ist total schwierig, da jetzt irgendwie es allen recht zu machen, weil jeder hat ja eine unterschiedliche Meinung. Und man will es ja auch nicht allen recht, darum Politik ist ja nicht allen recht zu machen. So, manchmal ist es halt so, dass eine Meinung ganz klar sein muss und da sollte eigentlich auch nicht dran gerüttelt werden, aber
Ja, es kommt auch immer darauf an. Es gibt so Themen, bei denen ich mir dann auch denke, okay, wenn ich jetzt die Meinung vertreten würde, dann würden es bestimmt viele Leute toll finden, aber es wäre halt nicht meine Meinung. Ich habe ein Video gemacht neulich zu diesem Thema, ist es wirklich Völkermord, was da im Gazastreifen passiert? Und habe halt die Meinung vertreten, es ist schrecklich, aber es ist kein Völkermord. Und so viele schlechte Bewertungen hatte ich, glaube ich, noch nie für ein Video, weil dann ganz viele geschrieben haben, ja, du findest Israel gut und du bist total schrecklich und so. Und da merkt man schon, dass wenn man bestimmte Meinungen vertritt, die vielleicht dann manchen Leuten nicht gefallen, dass, ja, dass man dann auch ein Problem bekommen kann. Genau, wo wir gerade schon bei so ein bisschen Meinung beziehen sind. Wir haben jetzt eine kurze Aktion vor, wo ihr auch mit drei Wörtern maximal Stellung beziehen könnt. So, wenn ihr mal unter eure Stühle schaut, haben wir schon für euch Blätter drapiert. Da ist ein Herz drauf. Wahnsinn. Und ich werde euch jetzt einfach drei Fragen stellen, also nacheinander natürlich. Und ihr schreibt eure Antwort in maximal drei Wörtern auf, möglichst groß. Und dann zeigen wir das in die Kamera, dass ihr da draußen gucken könnt, was die Leute hier so geantwortet haben. Okay? Also, die erste Frage ist, hast du schon mal so getan, als hättest du eine andere, also politische Meinung, um dich der Mehrheit anzupassen und einem Konflikt aus dem Weg zu gehen? Das muss nicht Ja-Nein sein, aber ja, maximal noch eine Wortschreibung. Drei Wörter. So, Rechtschreibung überprüfen. Ja. Okay, wollen wir der Runde nach? Freddy? Ja. Nicht ein bisschen mehr als drei Wörter. Ich habe betrogen. Ja. Sehr gut. Und? Aber wenn ich jetzt deine Antwort sehe, ich hätte eigentlich deine Antwort hinschreiben können. Die finde ich richtiger. Ja. Okay. Super. Nächste Frage. Bist du Stammwähler oder eher tagespolitisch beeinflusst? Ja. Gut, dann fangen wir jetzt hier an. Leider Stammwähler. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ja, nee, aber ich finde auch, die Partei, die ich wähle, ist eigentlich immer die, die mir am nächsten liegt. Wenn es mal nicht mehr ist, dann bin ich vielleicht doch kein Stammwähler mehr. Ich bin flexibel. Ich achte immer aufs aktuelle Parteiprogramm und gucke, was dem am nächsten kommt. Ich habe immer noch nicht meine ideale Partei gefunden. Ich habe wieder eine Mischform. Ich habe ein Tageslager links-isch. also eher auf der linken Seite des Spektrums, aber tagespolitisch bedingt. Also aber schon auf dem Lager. Okay. Und die letzte Frage. Welcher Politiker hat euch oder dich in der letzten Zeit am meisten beeindruckt? Positiv oder negativ? Eher positiv, kann aber auch negativ sein. Ecke wahrscheinlich an. Gut, dann fange ich direkt an. Ich finde den Erdogan sehr faszinierend. Der ist jetzt schon seit ganz vielen Jahren mit dabei in der türkischen politischen Szene und hat am Anfang so viel gutes Kram gemacht. Also er hat die Stadt grün gemacht und generell total viele Sachen angeschoben. Und ja, jetzt kam da letztes Jahr dieser Skandal mit der Zensur. Und das ist einfach so ein Wandel. Und jetzt ist er ja, glaube ich, auch zum Präsident gewählt worden. Ich bin einfach total gespannt, was jetzt noch so alles passiert. Und ja, das ist gerade so mein Steckenpferd, womit ich mich gerne beschäftige. Muss mal andersrum. Die Leute müssen ja mitgehen. Wir haben was, okay, jetzt was hab Neues ich auch bieten auf immer. Einen neuen Zettel das geschrieben. Frank-Walter Steinmeier habe ich aufgeschrieben. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber mich hat beeindruckt diese Rede, die er gehalten hat im Vorfeld der Europawahl, als er total kritisiert wurde. Da waren Demonstranten während seiner Rede, die geschrien haben, du Kriegstreiber und so. Und er ist dann mal so richtig aus der Haut gefahren, was man bei ihm sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil er halt so ein, ja, so ein eher entspannter Typ ist und hat gesagt, ja, ihr seid die Kriegstreiber und so. Also es war natürlich viel Fragwürdiges, was er gesagt hat. Aber ich fand, ja, endlich mal wieder ein Politiker, der so das sagt, was er denkt, auch wenn er es nicht so geplant hatte. Aber also, das hat mich sehr beeindruckt. Nicht nur Floskeln, ne? Das ist auch mal ehrlich. Spontane Ehrlichkeit. Genau, ja, sowas würde ich mir öfter wünschen. Gut. Mich könnt ihr jetzt überspringen und könnt weiter zu Freddy gehen. Ich habe einen Lokalen aus Bonn, einen Bonner Patriot, Ulrich Kälber, weil Ulrich Kälber bringt mir die Politik momentan sehr nahe. Auf Facebook ist er sehr aktiv, kommentiert auch viel, antwortet auch ganz oft und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ist übrigens der Typ, der bei der Bundespräsidentschaftswahl, bei der vorletzten, das Ergebnis vorab getwittert hat, zusammen mit Julia Klöckner und dafür heftige Kritik eingesteckt hat. Interesting. Internet-Typ. Gut, super, dann könnt ihr eure Klemmbretter wieder weglegen. Verschwinden.
Und weg. Wo wir dann ja quasi noch beim Thema Internet sind, sind wir ja quasi die ganze Zeit, aber ich suche natürlich immer schöne Überleitungen. Machst du schön. Ja, super. Das ist fantastisch. Kommen wir jetzt zum Thema Politik und Internet. Und die Frage ist also natürlich so ein bisschen so eine Gretchenfrage, aber dass wir uns darüber unterhalten, hat das Internet Politik verändert? Oder besser gesagt, wie hat das Internet Politik verändert? Was sind so eure Einschätzungen? Das Internet bietet ja ein riesiges Forum, wo alle möglichen Meinungen plötzlich präsentiert werden können, was davor so gar nicht möglich war. Das ging ja alles nur schriftlich und analog und so. Und man hat einfach viel mehr Informationsquellen, wo man sich sein Wissen herbeziehen kann, seine Meinung formen kann oder auch mit anderen diskutieren kann. Und das ist für Politik einfach total förderlich, weil man viel mehr Möglichkeiten hat. Aber hast du das, hast du das Gefühl, dass sich dadurch wirklich was verändert? Ja, die Leute sind informierter und können gezielter rauskristallisieren, was für Meinung sie wirklich vertreten und nicht nur bei der Masse von Freunden mitlaufen, die sie gerade haben. Das war zum Beispiel bei mir. Hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie äußert dann auch im politischen Prozess? Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Politikinteressierten deutlich jünger geworden sind. Auch dadurch, dass die den ganzen Tag irgendwie bei Facebook und so weiter hängen, dass da mehr Sachen geteilt werden und so. Und man sich das tatsächlich auch mal durchliest. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe aber auch eine Gefahr, nämlich viele Informationen, das birgt auch die Gefahr vieler Falschinformationen. Ja. Jeder ja, kann stimmt, irgendwas natürlich veröffentlichen und behaupten, so ist es. Ja. Und ich glaube auch, dass es dadurch oft Stimmungen gibt zu bestimmten Themen, die gar nicht richtig sind, die falsch sind. Ja. Und die dann wiederum Politiker dazu bringen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil die denken, alle Leute wollen das so, dabei wollen das vielleicht 100 Leute im Internet, die aber ein krasses Forum irgendwie haben. Dann waren die Politiker im falschen Forum. Genau. Da finde ich, ist so ein bisschen die Gefahr, dass die Politiker sich von Stimmungen treiben lassen. Und das sieht man manchmal auch, finde ich, dass dann irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, wo man denkt, hä, warum? Und dann wird es später wieder zurückgezogen. Zweiklassen-Internet. Aber ich glaube auch, dass einfach durchs Internet natürlich eine Chance da ist für alle, sich zu informieren und auch, glaube ich, die Bereitschaft, weil junge Menschen, gerade bei jungen Menschen, ist, glaube ich, die Bereitschaft, eher bei YouTube sich politisch zu bilden, als ein Buch rauszunehmen und sich damit zu bilden, größer ist. Aber ich denke auch dadurch, dass es so viel Informationen gibt und es gibt immer das politisch Wichtigste. Ihr müsst euch unbedingt damit beschäftigen und das ist das Wichtigste und alles andere ist unwichtig, ist, glaube ich, dass man abstumpft auch schnell. Dass man sozusagen eine Resistenz bildet gegenüber wirklich wichtigen Themen und über wichtige Dinge teilweise nicht mehr mitkriegt, weil es ist immer nur alles Alarm, alles ist schlimm. Ja. Und ich glaube, das ist problematisch. Das Gute ist ja wirklich, dass es ja für jede Art von Meinung so ein Netzwerk, ein Forum gibt, ne, wo man sich austauschen kann. Die Frage, die für mich auch immer so ist bei dieser ganzen Forenkultur, ist halt, weil ja immer die Frage ist, läuft das anonym ab, läuft das auf Facebook ab? Das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied, ne, wie das ist. Wie würdet ihr das sagen? Wenn man anonym diskutieren kann, ist das eher besser, gefährlicher, extremer? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen Unterschied gibt. Also natürlich anonym wird mehr beleidigt, aber ich glaube, ansonsten macht das, glaube ich, gar nicht so den großen Unterschied. Zumal du ja auch dir einfach einen anderen Namen geben kannst. Es kam ja neulich raus, dass die russische Regierung in St. Petersburg eine Agentur bezahlt hat, 1 Million Euro im Monat bezahlt hat, nur damit überall in Europa in den sozialen Netzwerken in der jeweiligen Landessprache Facebook-Kommentare generiert werden. Der Wikikrieg. Regierung. Ja, genau. Und auch bei Wikipedia. Ja, ja. Genau. Wikipedia. Der Kampf um sozusagen Donetsk wurde auch auf Wikipedia geführt und der Flugabsturz. Und welche Informationen im Internet kursieren, das ist krass. Garantiert machen das andere Regierungen auch so, bei der russischen kam es halt raus. Wie habt ihr das Gefühl, wird Politik wahrgenommen, auch vor allem im Netz? Ist das eher distanziert? Ist das was präsent ist? Also bei uns auf dem Kanal ist es so, dass es relativ präsent ist. Also in den Kommentaren wird auch immer total krass diskutiert. Die vertreten ihre Meinung wirklich sehr standhaft und das ist nicht so, dass sie dann einfach einen Kommentar schreiben und dann ist das gegessen, sondern wenn da jemand drauf antwortet, dann antworten die wieder drauf. Und also ich nehme das sehr krass wahr momentan. Ja. Ich glaube auch, vor allem dann, wenn es die Leute halt betrifft, also Politik ist erstmal weit weg, irgendwas Rentenpaket beschlossen oder so, wenn man halt den Leuten erklärt, was es mit ihnen zu tun hat, ich glaube, dann diskutieren die da auch drüber. Genau. Das ist ja alles Politik. Aber das merken wir auch bei uns, weil wir wollen ja auch eher ein bisschen Basisarbeit auch viel machen, dass wir einfach sagen, okay, lass uns erstmal die Grundproblematik angucken und jetzt nicht erstmal gleich Meinungsbildung machen, wir wollen eine Basis schaffen dafür, dass
du dann rausgehen kannst und diskutieren kannst und dir eine Meinung bilden kannst. Und was wir merken, sind ganz viele, auch Schüler, die sagen, oh klasse, endlich mal was, das schlage ich meinem Lehrer vor, ich möchte, so macht Politik lernen auch mal Spaß und so. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut und das ist auch unsere Chance, auch und durch das Medium YouTube die jungen Leute mitzunehmen und nicht durch Drama nur mitzunehmen, sondern auch einfach so ein... Okay, die Frage ist ja immer, ob sich so ein digitaler Aktivismus-Diskussion sich halt auch in die reale Welt übertragen lässt. Also kommt man vom Diskutieren bei YouTube hin zu Diskutieren oder Demonstrieren oder Partei wählen oder gehen? Ich würde sagen, eher nicht. Also wenn man sich anguckt, wie viele Leute, die jung sind, in Parteien gehen, das ist kaum jemand. Ganz interessant fand ich ACTA im Internet. Zehntausende, hunderttausende Leute, junge Leute, die sich aufgeregt haben. Dann gab es die Demonstration und dann standen da 100 Hanseln irgendwo in der Stadt und die waren alle weit über 30 oder 40. Wobei, ich war auch bei einer ACTA-Demo mit dabei und also in Stuttgart war das sogar relativ groß. Also da waren auch sau viele Junge dabei. Das Problem war nur, dass da irgendwann so ein extrem linker Block mit reinmarschiert ist und da ist die Demo dann bergab gegangen. Aber eigentlich war es ganz nett, ist aber, glaube ich, auch eher Ausnahme. Ja, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das TTIP anguckt, da ist ja viel im Netz passiert und die Demonstrationen gehen ja auch bis auf die Straßen. Man kriegt ja viel mit. Also ich glaube, dass es wieder so anfängt, weil es wird ja immer kritisiert. Ja, ihr setzt euch hinter den Rechner und schreibt nur und richtet euch auf, macht aber nichts Wirkliches. Ne? Und wenn man früher sieht, dann ist man immer auf die Straßen gewesen und zu Hunderttausenden teilweise, wenn es wirklich schlimm war. Und ich glaube, das entwickelt sich langsam wieder. Das ist wahrscheinlich eher so punktuell immer. Ne? Ja. Genau, ich glaube, und das sagt ja auch die Forschung, dass sich junge Leute nicht mehr engagieren im Sinne von langfristig Partei, Gremium, irgendwas, sondern halt projektbezogen. Ja. Sagen, bei der einen Sache bin ich dabei und dann bin ich wieder raus. Okay, kommen wir jetzt zu drei Quickfire-Fragen für jeden. Und zwar werde ich euch eine Frage stellen oder ihr sollt einen Satz vervollständigen. Und das bitte relativ zügig und nicht länger als einen Satz. Okay, wir fangen an mit Ladies First, Sina. Oh, okay. Also einmal alle bitte schön drehen. Komm zu mir. Also, Sina, Jugendliche sind Politik verdrossen, weil? Sie es nicht besser wissen. Siehst du dich als Teil des politischen Betriebs oder eher außerhalb? Als Teil. Und woher beziehst du deine Infos? Internet. Okay, dann Freddy. Jo. Welches Problem war für dich 2014 eher unterrepräsentiert? Ich denke, was ich wichtig finde auch in der Debatte ist die Thematik mit dem Betreuungsgeld und was für Auswirkungen das hatte. Ich glaube, das ist durch die ganzen Krisen runtergegangen. Woher beziehst du deine Infos? Natürlich Internet, aber wenn es jetzt um grundlegende Sachen geht, auch gerne Politikbücher. Und hättest du Lust, Bundestagsabgeordneter zu werden? Ich wäre nicht abgeneigt. Ah, okay. Die gleiche Frage wollte ich auch an dich stellen, aber du hast sie ja schon fast beantwortet. Hättest du Lust, auch Bundestagsabgeordneter zu werden? Ja, ich würde es mal ausprobieren, aber mit so einer Möglichkeit wieder aussteigen zu können. 4 Jahre. Das könnte zu lang sein. Welches Problem war für dich unterrepräsentiert dieses Jahr? Auf jeden Fall Rentenpolitik. Ich finde, es geht gar nicht, was die Regierung da macht. Und wir jungen Leute müssen eigentlich sagen, das geht so nicht, aber wir machen es nicht. Und wo hast du deine Infos? Klar, Internet logischerweise auch, aber viel auch mit Gesprächen. Also mit Politikern, mit Leuten, die Ahnung haben und... Das, finde ich, hilft sogar oft noch mehr als ein Artikel im Internet. Ja. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, im Gespräch mit uns zu bleiben, dann würden wir euch jedenfalls empfehlen, unsere Kanäle zu abonnieren, weil wir machen alle politische Inhalte. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da auf dem Laufenden zu bleiben, dann empfehlen wir euch den Kanal von Mirko, Mr. Wissen2Go, den Kanal von Sina, Fräulein Chaos und Was geht ab? Und natürlich Störelement von Freddy und auch von mir. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn ihr noch weiter Lust habt, euch zu informieren. Wir haben 2 große Folgen schon gemacht zum TTIP und zum Lobbyismus. Die könnt ihr gerne euch hier nochmal verlinkt angucken. Außerdem ist ja diese 360K-Talkrunde was absolut Neues jetzt für uns gewesen. Das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback, wie das funktioniert hat, wie findet ihr das, was könnte man noch alles machen.
und wie ihr unseren Talk fandet. Insofern freuen wir uns da hoffentlich viele konstruktive und keine rechtsradikalen Kommentare von euch zu hören. Und freuen uns, dass ihr so politikinteressiert seid, dass ihr uns so gut seid. Super.